助けに来たぜ、十兵衛。俺に任せな。Japan prügelt sich durchs neue PS2-Jahr. Kaum können sich die Zocker im Land der aufgehenden Sonne in Virtua Fighter 4 gegenseitig den Hintern versohlen, zieht Capcom mit einem fesselnden Action-Adventure nach. Mit Onimusha 2 appelliert der Entwickler an das Ehrgefühl eines jeden Freizeit-Samurai. Denn der Dämonenpaktierer Nobunaga ist zurück und das freie Japan in Gefahr. Die ganze Geschichte spielt im Jahre 1573. Der neue Onimusha-Held Yagio macht sich auf, um das Auslöschen seines Heimatdorfes zu rächen. Wie schon im ersten Teil metzeln sie sich mit den unterschiedlichsten Stich- und Schusswaffen durch Monsterhorden und erhalten für besiegte Gegner Erfahrungspunkte, Gold und Mana. Mit den gesammelten Erfahrungspunkten verbessern sie dann an Speicherpunkten die Wirkung ihrer Schwerter und Lanzen. Mit dem Gold können sie beispielsweise Rüstungen kaufen. Und ein mit Mana aufgeladener Magiebalken ermöglicht einen wirkungsvollen Spezialangriff, der von Waffe zu Waffe verschieden ist. Aber auch ohne die magischen Attacken brauchen sie sich keine Sorgen, um ihren toll modellierten Helden zu machen. Die Monsterhorden lassen sich oft sogar ohne die Anwendung von Blocks mit wenigen Schlägen zu Sushi verarbeiten. In brenzligen Situationen hilft ihnen darüber hinaus eine Handvoll tapferer Freunde, die die Angreifer unter anderem mit Lanze und Muskete bekämpfen. Die Hintergründe sind auch beim neuesten Onimusha-Teil vorgerendert, was sich in der von uns gespielten japanischen Vollversion oft negativ auf die Übersicht ausgewirkt hat. Kämpfe finden meist zwischen zwei Bildern statt und heranstürmende Gegner bemerkt man häufig erst dann, wenn es schon zu spät ist. Die eingestreuten Schalter- und Kombinationsrätsel dienen währenddessen wohl eher als Lückenfüller, um das blutige Spielgeschehen etwas aufzulockern. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der packenden Kampf-Action, die durch tolle Effekte und detailreich animierte Monster ergänzt wird. Im Sommer räumt der Dämonenkrieger Yagio auch in deutschen Wohnzimmern auf.